Sehr geehrte Damen und Herren, so wie eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, machen zwei halbe Anträge noch keinen ganzen. Aus unserer Sicht liegen uns zwei halbe Anträge bzw. ein Gesetzentwurf vor. Ich kann nicht mal sagen, dass der eine die Hinfahrt ist und der andere die Rückfahrt. Ich habe überlegt, was für ein Bild, und da fiel mir wirklich Otto Walkes ein, das ist, als wenn man mit zwei halben Bräulern zum Tierarzt geht und fragt, ob da noch was zu machen ist. Das passt hier beides, hinten und vorne, nicht zusammen. Und deswegen, also ich möchte das auch gerne ausführen, und wir haben uns auch Mühe gemacht, das zu versuchen zu verstehen. Und ich möchte Sie bitten, einfach zu überlegen, ob wir vielleicht Ihnen jetzt ein paar Hinweise geben können, was insgesamt nicht richtig ist. Sie schlagen vor, dass das Schulgesetz dahingehend überarbeitet wird, dass alle Schülerinnen und Schüler nicht mehr nur an der eingerichteten Schülerbeförderung teilnehmen können, sondern auch am gesamten öffentlichen Personennahverkehr. Das ist das zusammengefasst. Der Hintergrund, wurde hier schon gesagt, ist das halbgewalkte Handeln des Innenministeriums und aber auch die Duldung dieser Untätigkeit durch das Bildungsministerium. Alle Landkreise haben eine Schülerbeförderung einzurichten. Punkt. Das haben 5 Landkreise getan. Der 6. Landkreis Vorpommern-Rügen ist bockig, der denkt nicht daran, hier eine einzurichten. Und somit ist das nicht ganz richtig, was Herr Dr. Jess gesagt hat. Es geht nicht nur um örtlich zuständige und örtlich unzuständige Schulen. Es geht darum, dass dieser Landkreis keine Schülerbeförderung eingerichtet hat. Wenn wir nun aber alle Gesetze ändern würden, weil irgendein Ministerium nicht handelt oder nicht richtig handelt, dann kommen wir aus den Gesetzesänderungen nicht wieder raus. Dann müssten wir das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst ändern, weil weder die Brandverhütungsschauen noch die Schuluntersuchungen noch die Hygieneuntersuchungen regelmäßig durchgeführt werden, obwohl gesetzlich vorgeschrieben. Dann müssten wir auch das Lehrerbildungsgesetz ändern, weil nicht alle Anforderungen an die Berufsschullehrerausbildung umgesetzt werden, weil nicht alle Fächer als Beifächer studiert werden können, obwohl gesetzlich vorgeschrieben. Das ist unserer Meinung nach der falsche Weg. Der führt nicht zur örtlich zuständigen Schule, der führt nirgendwohin, einfach nur ins Chaos. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen, dass das Ministerium handelt. Da sind wir uns einig. Und dass geltendes Recht umgesetzt wird. Denn das Verwaltungsgericht, und das ist auch noch mal für die AfD vielleicht von Interesse, urteilte ja am 7. Juli 2015, dass der Landkreis Vorpommern-Rügen die im öffentlichen Personennahverkehr integrierte Schülerbeförderung als Schülerbeförderung im Sinne des Schulgesetzes anzusehen ist. Das heißt also, Schülerbeförderung ist Schülerbeförderung und nichts anderes. Und das heißt auch für diesen Landkreis kostenlose Beförderung wenigstens erst einmal bis zur örtlich zuständigen Schule. Das ist dort aber nicht gegeben. Somit ist also die Regelung im Schulgesetz zwar ungerecht, mehrfach ungerecht sogar, aber eine Ungleichbehandlung und damit eine Rechtswidrigkeit, wie es der Antrag vorsieht, sehen wir als nicht gegeben. Rechtswidrig ist einerseits und aus unserer Sicht das Agieren des Landrates, des ehemaligen, und andererseits auch das Nichthandeln des Innenministeriums. Dass der vorliegende Gesetzentwurf nicht ausreichend, ich nenne es mal, gereift ist, sieht man auch daran, dass Sie etwas begründen, was Sie gar nicht beantragen. Sie begründen nämlich die Ungleichbehandlung damit, dass die generelle Kostenerstattung bzw. die kostenfreie Fahrt auch zur örtlich nicht zuständigen Schule zu erfolgen hat. Sie vergessen aber, das zu beantragen. Sie haben es begründet, aber nicht beantragt. Stattdessen versuchen Sie mit Ihrem Antrag eine nicht vorhandene Ungleichheit erst herbeizureden, die Sie würden Sie durch diese Gesetzesänderung erst schaffen. Ich rede wirklich nicht von Ungerechtigkeiten. Die gibt es, da wimmelt es nur so von im Paragraphen 113, aber von der Ungleichheit. Würden jetzt wir Ihrer Gesetzesänderung zustimmen, würde die irrige Rechtsauffassung des Landkreises Vorpommern-Rügen Gesetz werden. Und alle anderen hätten das Nachsehen. Können dann alle Kinder fahren, egal wie weit ihre Schule vom Wohnort entfernt ist, bekommen alle die Aufwendungen erstattet, auch wenn keine Schülerbeförderung eingerichtet ist. Welche Aufwendungen werden erstattet? Gilt die Gesetzesänderung dann auch für Grundschüler oder, wie Sie in Ihrem morgigen Antrag haben, nur für Jugendliche von der 1. bis zur 12. Klasse? Aus unserer Sicht verschlechtert Ihre Gesetzesänderung den ohnehin ungerechten Zustand in der Schülerbeförderung
Und deswegen steigt meine Fraktion an diesem Punkt aus und wir stimmen weder Ihrer Gesetzesänderung zu noch einer Überweisung. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der SPD der Abgeordnete Herr Butzki.